So, da bin ich wieder. Erklären von du. Ja, ihr habt vielleicht schon bei den vorherigen Videos gemerkt, ich kann auch sehr langsam und ruhig sprechen. Ich habe übrigens auch den Award für die langweiligste Stimme bekommen. In meiner Klasse damals ist beim Buchvortrag die halbe Klasse eingeschlafen. Wer das toppen kann, der kriegt von mir einen Keks. Gut, dann gehen wir mal wieder in den langsamen Modus und erklären weiter die Doom-Map-Welt. Was auch immer. Okidoki. So, wir haben bei der letzten Map gelernt. Also erstmal wieder alles schließen hier. Das kann weg. Das kann weg. Ja. Immer mal ein bisschen aufräumen. So, wir starten einmal Slate. Und öffnen wieder unser Dokument. Öffnen unsere Map. So. Und jetzt hatten wir bei der letzten Folge gelernt, dass man mehrere Sektoren definieren kann. Und jeder Sektor eine Eigenschaft. Und eine Höhe für den Boden und für die Decke hat. Nun ist das allerdings nicht ganz korrekt, weil ein Sektor besteht technisch gesehen nicht wirklich aus dem Flächeninhalt, sondern aus seinen Rändern. Heißt also, dieser Sektor wird nicht durch die Fläche definiert, sondern durch die Linien, die ihn umkränzen. Look at this lane. So, das heißt, dass es nicht nur für diese Flächeneigenschaften gibt, die für die gesamte Fläche gelten, sondern auch die Lines selber, also diese Linien, haben Eigenschaften. Und genau diese Eigenschaften kommen zum Trage, wenn man mit der Welt interagieren möchte. Zum Beispiel möchte man vielleicht dafür sorgen, dass wenn man es ans Ende dieses Wassers geschafft hat, dass man dann gewonnen hat, dass das Level quasi beendet wird. So, wie geht das? Erstmal müssen wir dieses Wasser logisch in zwei Teile teilen. Einmal die vordere Hälfte oder das vordere Ganze, sage ich jetzt mal. Das muss man durchqueren, von hier hinten aus gesehen. Und sobald man in dem mittleren Bereich ist, hat man gewonnen. Dazu muss man das Level nicht nur gedanklich einteilen, sondern auch technisch. Und technisch tut man Sektoren damit einteilen, dass man sie trennt. Wir machen also wieder eine Linie von hier nach hier und drücken Enter. Damit haben wir aus dem einen Sektor, wie wir es letztens gelernt haben, zwei Sektoren gemacht. Und jetzt könnte man denken, aha, sobald ich diesen Sektor betrete, habe ich gewonnen. Wir gehen also auf Eigenschaften und sagen Spezial Ende der Map. Doch leider werden wir feststellen, wir haben zwar hier etwas mit Exit, das bedeutet aber etwas anderes. Das heißt also, bei den Sektoren sind wir hier an der falschen Adresse. Sondern, und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von Doom, Doom ist line-basiert. Sprich also diese Lines hier, die kann man sich entweder durch die Nase ziehen, oder aber mit Eigenschaften versehen. Wenn wir zum Beispiel sagen, diese Linie hier ist wie eine Ziellinie, wir klicken also mit Rechtsklick drauf, auf Eigenschaften, dann haben wir auch hier wieder Spezial. Und hier haben wir, wie wir sehen, wesentlich mehr Sachen. Und was wir brauchen, ist Exit. Und zwar normal. Das heißt, sobald der Player-Charakter diese Linie überquert, das müssen wir auch noch einstellen gleich, wird das Spiel beendet. Dazu gehen wir hier rauf auf Eigenschaften und bei Spezial wählen wir aus, was passieren soll. Haben wir ja gesagt, Exit normal. Und
wir klicken an, wann genau das passiert. Man kann nämlich mit einer Linie über mehrere Sachen interagieren. Zum Beispiel, indem man ach ja, genau, ist ja bloß das eine, indem er drüber läuft. Das war ja anders bei den Polygonen, das war ja die Eigenschaften von den Polygonen. Genau, heißt also, alle Sachen, die hier drinne stehen, passieren immer dann, wenn man über diese Linie geht, beziehungsweise hat man ja auch Eigenschaften, die jetzt die Texturen angehen. Scrolling Wall zum Beispiel. So, für uns wichtig ist, dass wenn man über diese Mauer rüber geht, dann tritt dieses Spezialfeld ein und wir beenden das Level. Das können wir nun einmal ausprobieren. Wir gehen wieder in unsere in unser Terminal, starten das Spiel mit der Map. Gehen wir rüber und sobald wir jetzt hier drinne sind, haben wir gewonnen. Das wäre eine Möglichkeit, diese Linie zu benutzen. Und darauf basiert es halt praktisch die gesamte Engine. Heißt also, es dreht sich letztendlich alles um diese Linien. So. Jetzt wollen wir einen etwas komplexeren Raum gestalten. Wir nehmen also erstmal alles und löschen es. Und man sieht sofort, sobald wir die Linien gelöscht haben, verschwinden auch alle Vektoren. Weil ohne Linien haben die Sektoren nichts mehr, womit sie definiert werden und verschwinden damit auch. So, wir nehmen jetzt erstmal einen ganz klassischen Raum. Wir starten in dem Raum. Da sind wir. Und wir wollen hier eine Linie haben. Jetzt haben wir den Raum eingeteilt, wieder in zwei Sektoren, mit zwei Decken und zwei Böcken. Den Sektor machen wir jetzt ein bisschen höher. Damit sie nicht zu eng wird, heben wir die Decke natürlich auch an, und zwar von beiden. Um beides gleichzeitig zu machen, können wir übrigens auch die beiden Decken mit einmal anklicken. Und jetzt werden beide gleichzeitig verschoben. So, damit haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Ich mache mal noch ein bisschen mehr Platz. Gib dem Ganzen eine schöne Textur, damit es nicht so kahl aussieht. Und schon haben wir unseren ersten, etwas komplexeren Raum. Und wir möchten gerne da oben rauf. Das heißt also, wie ich bei dem zweiten Video erklärt hatte, bauen wir nun mit dem Gelernten eine Treppe. Dazu definieren wir ganz viele kleine Sektoren. Und noch ein Sektor. Noch ein Sektor. Und man merkt, es wird relativ schnell mühselig. Deswegen nehme ich einen kleinen Trick. Ich definiere erst einen großen Sektor. Und teile diesen dann ein. Hier ein Strich, da ein Strich, da ein Strich, da ein Strich. Und man merkt schon, aha, an manchen Teilen überlappen sich die Linien. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wenn irgendwo eine Linie kommt, wo vorher schon eine Linie war, dann wird die Linie einfach ja, ignoriert, beziehungsweise die alte durch die Linie ersetzt. So, jetzt müssen wir dem noch sagen, dass wir fertig sind. Dazu drücken wir einfach wieder Enter. Und schon haben wir hier wieder keine Sektoren. Und diese können wir nun in der Höhe anpassen. Auch hier gibt es wieder einen kleinen Trick. Man könnte jetzt jeden Sektor einzeln anpassen. Das wäre jedoch ganz schön mühselig. Deswegen nehme ich persönlich einen kleinen Trick. Ich markiere erst alle. Und ziehe alle nach oben.
Dann nehme ich den raus. Den raus. Den raus. Und man sieht schon, wenn das Ganze geht. Ich erspare mir damit eine Menge Arbeit. So, damit das Ganze hier oben gut abschließt, gehen wir den wieder ein bisschen runter. Und schon haben wir unsere Treppe. Jetzt will wir wieder die Bereiche aus, wo keine Textur ist. Auch da gibt es wieder einen Trick. Man muss nicht jedes einzeln anklicken, sondern es reicht aus, wenn man das alles hat, der hier gar keine Textur. Aber auch gar keine Textur ist letztendlich sowas Ähnliches wie eine Textur, heißt also als die gleiche Textur. Das können wir uns zunutze machen, wenn wir nämlich die Umschalttaste gedrückt halten, die mit der man auch Großbuchstaben schreiben kann, und man eine Textur anklickt, dann werden automatisch alle Texturen angeklickt, die die gleiche Textur haben. In unserem Fall hat diese keine Textur, heißt also es werden alle Flächen angeklickt, die auch keine Textur haben. Und damit sind alle ausgewählt. Jetzt gehen wir mit Rechtsklick rauf und können hier eine passende Textur, wir nehmen das hier. Und schon, voilà, siehe da, wir haben eine Textur. Am einfachsten zum Deselektieren geht jetzt einmal mit der Q-Taste wieder raus, irgendwas markieren und wieder rein. Und schon sehen wir das fertige Produkt. Wir haben eine Treppe mit vielen einzelnen Sektoren. So, jetzt wollen wir hier vielleicht noch ein paar Pfeiler erstellen, damit das Ganze ein bisschen gestützt aussieht. Wir wollen die Pfeiler hier direkt neben der Treppe haben. Hier ein und hier ein. Auch jetzt erstellen wir wieder Sektoren. Wir gehen also auf unser Linienwerkzeug, sagen hier einen Sektor. Und hier ein Sektor. So, jetzt haben wir hier zwei Sektoren, die wir in der Höhe verändern können. Und zwar machen wir die so hoch, bis sie die Decke berühren. Allerdings ist das eine unsaubere Methode. Denn wir haben ja gelernt, wenn das Ding hier bis zur Decke reicht, dann ist ja da drinnen nichts mehr. Und genau das können wir uns zunutze machen. Wir gehen einfach in unseren 2D-Modus und wo nichts ist, ups, jetzt bin ich wieder im 3D-Modus, und wo nichts ist, kann auch kein Sektor sein. Das heißt also, wenn wir jetzt die Entferntaste drücken, löschen wir diesen Sektor. Hier auch. Und damit haben wir an dieser Schnittkante, genauso wie hier draußen, hier haben wir auch einen Sektor und hier draußen ist nichts und hier haben wir eine Wand. Genau das gleiche passiert jetzt auch hier. Wir haben, wenn wir wieder im Sektor drin sind, eine Wand. Diese können wir jetzt wieder markieren. Hier auch. Und einmal mit Rechtsklick drauf und dem Ganzen eine schöne Textur geben. Und schon haben wir Säulen, die aussehen wie gemalt. Man lernt also, wenn man Säulen macht, dann muss man keinen Sektor malen. Also ich mache es nochmal vor. Wenn wir jetzt hier eine Säule haben wollen, dann müssen wir nicht ein Rechteck malen und diesen dann hochziehen, wo immer die Säule jetzt ist, da müssen wir nicht hochziehen, sondern wir lassen sie einfach so, wie sie ist und löschen den Bereich. Und schon haben wir an der Stelle eine Säule. So, damit haben wir unseren ersten, ich würde sagen, etwas komplexeren Raum. Und die Frage ist, was bringt denn jetzt ein komplexerer Raum? Wir wollen natürlich auch hier irgendwie zum Ende kommen. Das heißt also, wir nehmen auch hier wieder einen kleinen Raum. Den machen wir gleich noch an. Und verbinden die beiden Räume.
Jetzt sehen wir schon, aha, hier ist ein bisschen Murks passiert. Wir müssen also die Räume anpassen, indem wir hier die Decke hochschieben. Und hier den Boden hochziehen. Und schon haben wir einen Raum mit einem Durchgang. Und hier können wir jetzt wieder sagen, aha, sobald man in den Raum reingeht, möchte ich das Level beenden. In den Raum reingehen machen wir ganz einfach damit, dass, um in den Raum reinzugehen, muss man ja eine dieser beiden Linien überqueren. Das heißt also, wir nehmen die hintere Linie, gehen wieder mit Rechtsklick rauf, gehen auf Eigenschaften, Spezial und sagen Beenden. Und haben damit unsere erste etwas schicker aussehende Map. Und nun kommt das, was in diesem Video eigentlich hauptsächlich drankommen soll. Und zwar wäre eine Map relativ langweilig, weil ich meine, wir spielen ja Doom nicht, um Maps zu erkunden. Dazu gibt es sowas wie Tomb Raider. Sondern wir sind ja der Doom-Guy. Und nun kann man ja Dinge erstellen. Und wir haben gelernt, wir selber sind auch ein Ding. Und genauso wie wir Dinger sind, können wir auch Dinge erstellen. Jetzt alle markieren und sagen, das soll nicht wir selbst sein, weil uns kann es ja nur einmal geben, sondern das sollen Feinde sein. Feinde sind nichts anderes als Monster. Und der ultimative Standardgegner ist der wohlbekannte Imp. Dieser soll natürlich nach unten gucken, damit er uns sieht. Und schon sind alle rot markiert, weil es Gegner sind und alle gucken nach unten. Und ist nach unten gucken aber nicht die feine Lösung, weil wir kommen ja in der Regel die Treppe hoch. Das heißt also, sie sollen alle zur Richtung Treppe gucken. Wir markieren also erstmal die rechten, gehen wieder auf Eigenschaften und lassen sie schräg nach unten gucken. Damit gucken sie genau auf die Treppe und machen das gleiche nochmal mit denen hier. Jetzt speichern wir und haben damit, nein, ich habe schon wieder das Fenster geschlossen, ich glaube, ich begehe bald Suizid. Unsere ersten Gegner. Und herzlichen Glückwunsch, wir haben es geschafft. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen aufzuhübschen, gehen wir nach hier oben und wollen erkenntlich zeigen, dass das hier oben das Ziel ist. Also nicht da oben, sondern der Raum natürlich, und wollen dafür etwas hier oben hinzufügen. Und zwar ziehen wir die Decke etwas runter und haben jetzt hier Platz, ein Schild hinzumachen. Dazu gehen wir wieder mit Rechtsklick rauf und suchen uns das wohlbekannte Exit-Schild. Ich hoffe, ich finde es und es ist nicht nur eine Illusion. Da ist es. Es ist verdammt klein. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen traurig. Gut. Dann wählen wir die Linie aus. Wenn wir diese Linie auswählen,
wählen wir auch automatisch alle Texturen aus, die wir auf der Linie drauf haben. Wie man hier unten sieht, das Exit-Schild. So. Man kann also auch hier auf Rechtsklick gehen, Eigenschaften, und kann hiermit unsere Texturen bearbeiten. So, damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht und man das Exit-Schild auch gut sieht, schieben wir den Raum wieder etwas nach oben. Erstmal hier die Markierung wegnehmen, jetzt nach oben schieben und ich habe schon wieder verkackt. Irgendwas ist markiert, aha, die Linie ist markiert, also wieder, bopp, damit nichts mehr markiert ist und schon kann ich das nach oben schieben. Und jetzt passt es perfekt rein. Es muss nur noch etwas mittig sein. Und das machen wir mit sogenannten Verschiebungen, im Englischen Offset. Dazu gehen wir, wie ich gerade schon gezeigt hatte, einmal raus und gucken, um wie weit es muss es verschoben werden. Wir wissen, es ist jetzt in der linken, auf der linken Hälfte reingedrückt. Wir gucken also, wie lang ist diese Fläche. Dazu gehen wir einfach auf dieses Linienwerkzeug und erstellen eine Linie. Aha, 32. Der Eingang ist also insgesamt 64 breit. Jetzt drücken wir auf Escape, um abzubrechen. Wir wollen ja keine Linie zeichnen, sondern das war nur erstmal zu messen. So, unsere Schrift ist auf der Seite und wir wollen es in die Mitte schieben. Heißt also, es muss um die Hälfte von der Länge nach rechts verschoben werden. Die Hälfte von 32 ist also 16. Jetzt gehen wir hier rauf. Eigenschaften. Und sagen, diese Textur, nicht draufklicken, ich wollte es eigentlich nur kurz zeigen, diese Textur wollen wir um 16 Pixel nach rechts verschieben. Jetzt ist ein bisschen Programmierungsallgemeinwissen wichtig. Man kann eine Textur nach links und nach rechts verschieben. Das wäre, wie man vielleicht aus dem Mathematikunterricht kennt, bei einem Diagramm die X-Achse. Und man kann eine Textur nach oben und nach unten verschieben. Das wäre wie bei einem Diagramm die Y-Achse. Wir wollen es aber auf der X-Achse verschieben. Und zwar nach rechts. Und um etwas auf einer X-Achse nach rechts zu verschieben, muss man einen positiven Wert eintragen. In unserem Fall also, wir wollen es um 16 Pixel verschieben. Also die 16. Jetzt drücken wir auf OK. Und siehe da, das Programm ist abgestürzt. Deswegen immer wichtig ist, das öfters mal zu speichern. Mal gucken, wo uns abgestürzt ist. Aha, okay. Also runterziehen, Rechtsklick, Exit Signet. Jetzt einmal verlassen. Diesen Werkzeug auswählen, Rechtsklick, Properties, ich kann es eigentlich nicht aussprechen, 16 und OK. So. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie macht das Programm das nicht. Ich glaube, es hängt schon wieder. Zugegeben, das ist mir so jetzt noch nicht passiert. Ja, beenden erzwingen. Na gut. Dann probieren wir das Ganze mal etwas anders. Es gibt ja immer mehrere Wege nach oben. Erstmal wieder die Textur hinzufügen. Damit wir das nicht jedes Mal machen müssen, speichern wir mal ganz kurz. Jetzt gehen wir hier rauf. Man kann nämlich auch hier die Eigenschaften ändern. Und zwar Backside, X-Offset. Und hier hat es übernommen. Warum auch immer. Also, wichtig. Wenn ihr hier Sachen übernimmt, dann müsst ihr mal hier unten aufs Häkchen drücken.
Und schon, voilà, sehen wir, es ist leider in die falsche Richtung verschoben worden. Also, wenn wir wissen, aha, obwohl wir es nach rechts verschoben haben, hat es nach links verschoben, dann merken wir uns das und machen einfach aus dem positiven Wert einen negativen Wert. Das ist einfach ausprobieren, bis es klappt. Und schon, voilà, haben wir ein mittiges Exit. Wie gesagt, normalerweise geht es auch über dieses Menü. Aber wie man sieht, hat sich das Programm da dauernd aufgehangen. So, damit haben wir nun endlich nach zwei Programmabstürzen unsere erste fertige Map. Wow. Irgendwas sagt mir, dass mich die Viecher nicht mögen. Okidoki, das soll es dann jetzt für diese Folge auch gewesen sein. Diesmal beende ich das sogar. Und ja, was haben wir in dieser Folge gelernt? Zum einen, wie man Gegner hinzufügt, zum anderen, wie man Texturen verschiebt. Und zum dritten, dass man eine Datei öfters mal abspeichern sollte. Von daher, ciao mit V.